Alle, die jetzt noch dran sind, wollen offensichtlich ja. von der Pornodarstellerin was wissen. Das soll jeder wissen. Ist krass. Erzähl. Okay, pass auf. Also damals, bevor es Facebook gab, ich glaube parallel zu StudiVZ, gab es MySpace. MySpace wurde im Laufe der Jahre immer mehr so zu so einem Booty Call. Weißt du, du hast halt die Fotos gesehen und du hast halt bewusst Leute angeschrieben oder wurdest von Leuten angeschrieben, die schon so gemerkt haben. Also es war vor diesen ganzen Online-Dating-Apps noch, aber es hat sich halt so in die Richtung entwickelt, hey, ich sehe das Foto, ich schreibe da jemanden an, vielleicht könnte da ja irgendwie was gehen oder was nicht gehen. Bist du eher so der angesprochen werden will oder sprichst du an? Im echten Leben oder online? Ich bin altmodisch im echten Leben. Wenn ich nicht ab und zu angesprochen wurde, dann worden wäre, werden Tüten Tuten tat, ja. dann hätte ich da nie jemanden kennengelernt. Ich bin so feige in solchen Sachen. Und du? Ich glaube, ich würde jetzt nie aus dem Blauen heraus jemanden einfach so ansprechen, wo ich denke, so, die hat mich noch nicht mal gesehen. Ja. Das würde ich nicht machen, aber ich habe meine Sensoren sind relativ gut. So. Ich merke, ob da es komplett übertrieben in die Hose gehen würde oder ob es klappen würde, ja. Okay. Und deswegen hätte ich jetzt nicht ein Problem gehabt, jemanden anzusprechen. Ich bin tatsächlich nie oft angesprochen worden. Nie. Ja, das machen ja auch. Ist ja auch eher selten, dass eine Frau einen Mann anspricht, oder? Ich bin nicht mal von Männern angesprochen worden. Kommen wir zurück zu meiner MySpace-Geschichte. Ja, jedenfalls haben wir dann so ein bisschen geschrieben. Das war eine sehr attraktive junge Frau, die hatte so schöne Bilder. Die hatte aber keine Nacktbilder drin. So, das ging noch nicht. Geht, glaube ich, heute auch noch nicht. So, wir haben dann so ein bisschen geschrieben und sie kam aus Bochum. Und ich habe in Köln gewohnt und wir haben uns dann tatsächlich, haben wir uns entschieden, mal zu treffen. Und man muss dazu erzählen, dass ich nicht wusste bis zu diesem Moment, dass sie halt Pornodarstellerin war. Mhm. Wir haben uns in Bochum getroffen, sind dann irgendwie durch die Innenstadt gelaufen, Eis essen gegangen und alle in der Innenstadt haben sie halt immer wirklich gemustert und angeguckt. Und ich dachte dann schon immer, warum wird sie hier so angeguckt? Und habe aber nicht gedacht, ja okay, vielleicht ist Bochum klein, vielleicht kennt man sich und so. Ja. Dann waren wir irgendwie was zusammen essen und dann sind wir zu ihr irgendwann in die Wohnung gegangen. Und das allererste, was ich bei ihr in der Wohnung gesehen habe, sie macht die Wohnungstür auf und du gehst in den Flur und direkt an der Wand, wenn die Wohnungstür aufgeht, hängt ein riesengroßes Venus-Plakat von ihr, weil sie irgendwie Aushängeschild für die Venus war. Nackt. Und erst dann kamen wir auf dieses Thema zu sprechen. In welchem Jahr war das nochmal? Ich weiß es nicht mehr, ist schon eine Weile her. Und dann kam es erst zu sprechen, dass sie Pornodarstellerin ist. Ja. Und das war aber für sie, was ja auch cool ist, für sie vollkommen okay so. Und für mich war das auch vollkommen okay, aber ich wusste das bis zu diesem Moment nicht. Für den Abend war es für dich vollkommen okay. Nein, und ich muss jetzt gestehen, es lief nichts. Und ich muss auch jetzt gestehen, dass ich bis heute bereue, dass nichts gelaufen ist. Es lief nichts. Zero. Null. Gar nichts. Ich war damals so klein und schüchtern noch, dass wir haben zusammen Film geguckt. Pornofilm? Nee, ihren großen Sechsteiler. Ja. Und dann ging es so in die Richtung. Ich war so schüchtern und dass ich gesagt habe, nee, ich muss jetzt auch wieder zurück nach Köln, habe ein Taxi bestellt, bin nach Hause gefahren und es lief nichts. Ich werde bestimmt gerade ganz rot. Ich habe mich nicht getraut. Deswegen finde ich auch, um jetzt den Bogen zu spannen, diese Tinder-Welt ist, man trifft sich zum Vögeln. Ja. Ich glaube, ich wäre zu feige dazu. Wie fängst du denn dann an? Wird dir nackt die Tür aufgemacht? Oder? Du machst natürlich so einen Quatsch, sagst du, ja, komm mal vorbei, wir kochen heute oder essen was oder so. Oder ein DVD-Abend. DVD-Abend ist doch Codewort. Die wollte mit dir einen DVD-Abend machen und du guckst den Film bis zu Ende. Du fragst mich jede Woche, ob wir einen DVD-Abend machen. Ja, du sagst, du hast keinen DVD-Player. Es gibt ganz viele anscheinend, die schreiben so keine Wands zum Beispiel, keine One-Night-Stands. Ja. Ja. Und was ich halt auch an der ganzen Sache so interessant finde, ist, dass die Leute sagen, sie treffen sich, schlafen miteinander und schauen dann, ob sich etwas entwickelt. Ach. Das ist für mich die falsche Reihenfolge. Ja, für mich ist es die falsche Reihenfolge, aber da bin ich auch wahrscheinlich altmodisch. Denke, weiß ich nicht, ob das altmodisch ist oder ob das auch vernünftig ist. Aber ich verstehe nicht, wie man mit jemandem schläft und dann sagt so, naja, vielleicht entwickelt sich dann mehr Gefühle oder so. Muss man nicht Gefühle haben, um mit jemandem zu schlafen Nein. oder so? Nein. Also, nein. Nein, echt nicht. Nee, muss man nicht. Aber wenn man eine feste Beziehung sucht, ja. Macht man das dann so? Nein, das ist das Dümmste, was du machen kannst. Wenn du auf einschlägigen Plattformen unterwegs bist und du suchst ernsthaft eine Beziehung, aber viele rein, dass sie eine ernsthafte Beziehung suchen, auch bei Tinder. Ja, naja, was willst du denn schreiben? Ja, schreibt mich an, ich vögel mit jedem. Das kannst du ja nicht machen. So. Nee, du kannst aber willst schon ein bisschen aussortieren vorher. Ja, machst du wie in so einem Arbeitszeugnis, schreibst dann, ich bin offen für alles.
Nein, ey, ja, aber okay, pass, okay. Aber was meinst du denn, was da für Typen unterwegs sind? Du, wenn du der Typ bist, dann schreibst du doch auch nicht, ja, ihr habt gesehen, du schreibst keine One-Night-Stands, ist das jetzt wirklich so, ey, weil dann habe ich keinen Bock auf dich, sondern du, ey, mein, geh doch einfach mal raus in die Welt. Die wissen doch heutzutage, wie das läuft. Die gehen da hin und sagen, nein, Mann, ich bin ohne Scheiß, ich bin auch auf der Suche nach einer Beziehung. Und ich habe so gelitten in meiner letzten Beziehung. Es ist so schön, dass wir uns kennenlernen. Wie sieht's eigentlich aus? Wollen wir mal kurz vögeln gehen? Ach, übrigens, ich bin noch nicht so weit. Merke gerade, dass ich doch noch nicht bereit bin für eine Beziehung. So läuft es ja, doch. Ja, aber das ist doch unehrlich. Natürlich ist es unehrlich. Ja, aber don't hate the player, hate the game, glaube ich. Nee, es ist ja absolut deine Meinung. Es ist ja auch völlig in Ordnung. Ist doch auch deine Meinung. Was ist meine Meinung? Dass ich jemanden belügen würde, um mit ihm ins Bett zu gehen? Nein, stopp. Ich würde auch niemanden belügen. Ich würde diese Nummer nicht abziehen. Ich finde diese Nummer, um das mal klarzustellen, finde ich ganz, ganz widerlich. Aber du glaubst, viele Männer machen das. Na, genau so ist es. Das glaube ich auch, ja, dass das viele Männer machen. Genau, ich finde, das ist eine ganz widerliche Nummer. Ja, dann müsste man sich doch aber dann im Umkehrschluss unterhalten, ist Tinder die richtige Plattform, um einen Mann kennenzulernen, der wirklich was Festes will? Genau, ist sie nicht. Bist du der Meinung? Bin ich der Meinung, ja. Aber was ist denn, wenn jetzt jemand, ein Mann sagt, der ist offen für alles und dann findet er bei Tinder die Frau und verliebt sich und heiratet sie? Dann freue ich mich. Würdest du sagen, ist einer von 1.000 oder einer von 10.000? Ja, einer von einer Million. Ja, glaube ich wirklich. Ich glaube, es gibt einfach bestimmte Plattformen, bestimmte Online-Portale, wo klar ist, was da gesucht wird. Und es gibt dann aber auch wieder andere, wo klar ist, dass eben genau das nicht gesucht wird. Ich als... Du hast den Parship, meinst du jetzt, wo man was bezahlen muss, um mitzumachen? Vielleicht, ja, genau, sowas. Und ich weiß auch nicht, ich meine, vielleicht bin ich da auch zu alt oder zu spießig zu. Ja. Aber... Nehmen wir mal an, du bist bei Tinder, du triffst dich mit jemandem, hast dich auch schon öfters bei Tinder mit jemandem getroffen. Mhm. Sie ist jetzt auch nicht erst seit gestern angemeldet, also quasi könnt ihr euch sicher sein, da ging schon mal eine Menge bei euch beiden. Mhm. Das würde mir ja immer in meinem Kopf sein. Ach echt, ja? Ja. Da, also wenn sie dann, selbst wenn ich sie ja, mag. Das, dann ist ja, das ist ja eine Eigenschaft von dir. Also ich meine, du wirst ja auch eine Freundin haben, die vorher jetzt nicht gerade Jungfrau war. Doch, meine Freundin ist 10. jetzt mal ernsthaft. Nein. Also du wirst doch eine Freundin gehabt haben, die vorher schon mal einen anderen Partner hatte. Ja. Und an den denkst du, wenn ihr mit ihr schläft? Also wenn ich mit jemandem schlafe, denke ich an dich. Danke. Nein. Das hast du aber schön aber gesagt. Das, ich weiß. Nein, aber das ist natürlich eine... Ist mir auch wichtig. Ist natürlich, es geht um die Anzahl. So, ich glaube, dass meine Ex-Freundinnen... Ich glaube, das war einfach noch eine andere Zeit. So, natürlich hatte man vorher Partner, natürlich hatte man vorher Beziehung. Ja. Aber ich kenne halt auch Leute, die Tinder nutzen und die haben da in der Woche 5 Dates. So, Dates. Dann rechne das auf den Monat hoch, sind sie bei 200 Dates und richtig gut gerechnet. Und es geht um die Anzahl und auch die Sache. So, stell dir mal vor, du bist bei Tinder, ich bin bei Tinder. Ja. Ich verliebe mich auf Tinder stark. Stell dich dir vor, guck mal, hier, das Chantal, das ist meine Freundin. Und ihr beide grinst euch an. Ich weiß doch genau, was da lief. Das frage ich mich sowieso bei Tinder. Ist es dann irgendwann so, dass ich dir sage, ja, übrigens, morgen treffe ich mich mit Katrin. Und dann sagst du, Katrin. Warte mal. Katrin, Nummer 731, so, ja. So. Und das ist eine Sache, die mag ich nicht. Und ich glaube, das ist dieses Online-Dating, ich glaube, dass heutzutage ist das Beste, was du machen kannst, online jemanden zu daten. Jemanden kennenzulernen. Warum denn nicht diese Chancen nutzen? Mhm. Aber wie du sagtest, du verlierst halt wirklich diesen persönlichen Kontakt, diesen ehrlichen Kontakt. Das ist relativ anonym. Du gehst zu einer hin, du schläfst mit der und du bist weg. Vielleicht habt ihr auch nur über Tinder geschrieben, da kannst du wahrscheinlich dann einmal wieder in die andere Richtung swipen und dann ist kein Kontakt mehr und gut ist. Und um eben wirklich klarzustellen, nein, ich bin nicht einer dieser Typen. Ich finde das ganz widerlich, dass es so ist. Ich glaube aber, dass ganz viele drauf reinfallen und vielleicht in der Hoffnung, dadurch die große Liebe zu finden, jeden Scheiß mitmachen sollen. Das hast du gut zusammengefasst. Also wenn du mit gesundem Menschenverstand daran gehst, kannst du das schon glauben. Aber ich glaube, the faith in the humanity, also ein paar Männer muss es doch geben, die sich auch bei Tinder anmelden und da eine vernünftige Sache suchen. Ja. Gibt es nicht. Weiß ich nicht. Also doch. Aber ich könnte mir vorstellen, die Auswahl, die die Frauen dann auch mal treffen,
den Männern gegenüber, die sie da swipen, gut finden oder nicht gut finden, dieses Hot-or-Not-Prinzip, da sind sie manchmal auch ein bisschen selber schuld. Ich sage jetzt nicht, dass man mit jemandem, den man gar nicht attraktiv findet, sich einlassen sollte. Sich paaren sollte. Oder aber das ist halt so eine Sache, wo ich sage, ja, wenn du dann aber auch wirklich den nimmst, der 2 Meter großes, gezupfte Augenbrauen hat und braun gebrannt ist und... Kennst du da jemanden? Ja. Okay, cool. Gebe ich dir nachher. Danke. Jetzt haben wir aber die ganze Zeit darüber gesprochen, was wir denken, aber du weißt es ja quasi aus erster Hand. Ja. Hast du mit 2 Leuten unterhalten. Ja. Ich würde sagen, an dieser Stelle machen wir eine kurze Pause. Finde ich auch. Gehen in die Werbung und ihr abonniert uns, wenn ihr es nicht schon getan habt. Ihr hinterlasst einen Daumen, wenn euch das gefallen hat. Und gleich hören wir aus erster Hand Erfahrungen von Tinder. Von Tinder, ja. Beide mit Tinder, ja. Cool. Einfach auf den nächsten Link klicken und dann sehen wir uns gleich beim nächsten Video. Bis gleich. Bis gleich.